Guten Morgen zu einem neuen Video. Heute ist Donnerstag. Für heute haben wir geplant, nach Cuxhaven zu fahren und haben schon reserviert für eine Schiffsfahrt zu den Seehundbänken. Ja, die Nacht war recht unruhig. Meine Maus hatte über Schmerzen im Ohr geklagt und wir dachten auch erst, wir müssen das alles absagen und dann heute zum Arzt gehen. Aber es ging etwa nur eine halbe Stunde und auch nicht wirklich schlimm. Also sie konnte es auch schlecht definieren, ob es hier im Nacken war oder hier das Ohr. Also ich weiß nicht, ob sie sich vielleicht durch einen Windzug vielleicht auch eher den Nacken verzogen hat. Also es war auf jeden Fall dann nach einer halben Stunde ungefähr wieder weg, hat es dann gut eingeschlafen und hat auch gut durchgeschlafen und jetzt geht es auch gut und ist fidel. Also whatever, was es auch immer war, ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall weg. Wir beobachten es jetzt, machen jetzt immer schön ein Kopftuch drüber, damit das Ohr zu ist, falls es doch was mit dem Ohr war, wegen dem Wind. Und wir starten jetzt erstmal in den Tag. Wenn dann doch noch was sein sollte, gibt es in Cuxhaven nämlich zwei Kinderärzte. Da können wir immer noch hingehen. Hier in Otterndorf gibt es nur einen und der hat erst 15 Uhr auf. Von daher wäre das jetzt erstmal durch, dieses Thema. Genau. So ist der Plan für heute. Und da nehme ich euch natürlich mit. Und ich denke, da werdet ihr heute wesentlich mehr zu sehen bekommen als die letzten Tage, wo wir Fahrradfahren waren, baden waren, einkaufen waren, gegessen haben, gespielt haben. Ja, also so waren ja die letzten Tage recht entspannt. Und jetzt haben wir uns wir haben ein paar Ausflüge ausgeschaut und jetzt werden wir halt heute, wie gesagt, nach Cuxhaven fahren. Und hier draußen fliegen schon die Schwalben wie verrückt rum. Genau, dann machen wir jetzt los. Bei blauem Himmel. Yay, endlich schönes Wetter. Los geht's. Wir sind jetzt in Cuxhaven angekommen und jetzt haben wir hier auf einem kostenfreien Parkplatz geparkt und laufen jetzt dahinter ins Zentrum. Lucy war gerade hier auf so eine Kletterdinger. Und ja, jetzt werden wir erstmal in die Innenstadt laufen und dann werden wir wahrscheinlich erstmal Mittagessen, denn irgendwie haben wir die Zeit ein bisschen wieder zu schnell vergangen und es ist jetzt schon, glaube ich, um 11, oder? 10 nach 11. 10 nach 11. Genau, aber macht nichts, wir haben ja Zeit. Blauer Himmel! Gaststätte oder wie man es nennt, Lütte Fleischbude. Und hast haben. Hast du Fleischbude gesagt? Fischbude. Ja, und jetzt tun wir hier schön essen. Und ich habe eine Fischsuppe, die Nosi Fischstäbchen und der Papa hat eine Fischplatte. Und jetzt sind wir hier in Cuxhaven. Aber es ist ein bisschen kalter Wind. Hier, das ist meine Fischsuppe, der Lucy ihre Piratenfinger. Und die Fischplatte vom Papa. Wir sind jetzt mal in die Sonne umgezogen, weil es so kalt war im Schatten. In der Sonne ist es schön. Das ist die beste Fischsuppe, die ich je gegessen habe. Und wenn ihr mal hier seid in Cuxhaven, dann kommt hierher, da gibt es die. Lecker, lecker. So, wir haben natürlich nun leider den Doppeldecker verpasst. Der ist schon durch, deswegen waren wir jetzt hier in der Touristeninfo. Wir sind jetzt hier am alten Hafen. Ihr seht auch meinen Schatten vom Finger hier hochgelaufen. Jetzt sind wir ungefähr hier in der Mitte. Und wollen jetzt bis hier rüberlaufen. Da kann man irgendwo Eis essen gehen. Die Bimmelbahn fährt leider jetzt auch nicht. Ist halt alles eine Nebensaison. Schade eigentlich. Naja, wir haben halt bei Hauptsaison geguckt, bin ich bei Nebensaison. Deswegen waren wir mit den Zeiten falsch. Ich hoffe, ihr hört mich überhaupt bei dem Wind. So, wir sind jetzt in einem Strandkorb am Hafen. Wir sind jetzt auf der MS Atlantik und fahren jetzt gleich zu den Seehundbänken. Diese Reise hat 33 Euro gekostet.
hier die neue Station. Lucy hat jetzt eine kleine Robbe bekommen. Jetzt sitzen wir hier im, wie heißt es? Ampere. Ja. Restaurant. Kaffee und Bistro. Direkt am Hafen. Und jetzt essen wir hier lecker was zum Abendbrot. Mal gucken. So, wir sind hier auf einer Toilette und das ist voll das Coole. Coole Waschbecken. Quasi Waschbecken. Und also, ich will jetzt nicht sagen, das Restaurant ist sehr schön, hat ja auch cooles Waschbecken und hat auch tolle Gerichte. Wie ihr gerade gesehen habt. Aber für 6,10 Euro dieses Gericht ist schon Hammer. 4 Fischstäbchen und ein paar Pommes. Du musst pusten. Von daher werden wir jetzt, hat Lucy essen, weil die hat Hunger. Und dann werden wir unterwegs was essen. Wir sitzen übrigens hier im Strandkorb. Was? Jetzt chillen wir noch kurz. Ist die Lucy aufgegessen? Wir sind im Strandkorb. Genau. Und jetzt, dann essen wir Fischbrötchen dann. Wir sind jetzt zu Hause angekommen. Es ist jetzt etwa 7:30 Uhr. Und meine Maus fährt jetzt unten noch ein bisschen mit dem Catcross rum. Ich werde gleich noch mit runtergehen und noch eine Runde mitfahren. Habe jetzt aber schon wieder alle Videos und Fotos auf meinen Laptop übertragen. Dass, wenn sie nach dem Bett ist, ich dann gleich mich wieder ins Fotobuch setzen kann und dann relativ schnell fertig bin. Wobei heute brauche ich bestimmt ein bisschen länger, weil wir haben sehr viele Fotos gemacht auf den Sandbänken. Aber es geht schon, hält sich noch im Grenzen. Aber mehr wie die letzten Tage. Genau. Jetzt kommt gerade der Traktor und ich mache mal weiter. Und dann würde ich sagen, was ist heute. Und dann bis morgen. Guten Morgen, heute ist Freitag. Wir haben jetzt lecker auf dem Balkon gefrühstückt. Das Wetter ist super. Wir werden jetzt die Sachen packen. So, schaut, blauer Himmel. Sonne pur. Wir werden jetzt die Sachen packen und machen heute einen Strandtag. Ich werde mal sehen, wie ich euch mitnehmen kann. Also, bleibt dran. So, wir haben jetzt hier einen Strandkorb für 10 Euro direkt in erster Reihe gemietet. Der Papa hat sich hier schon bequem gemacht. Das ist mal eine ganz andere Art von Strandkorb. Finden wir aber mega cool. Wir gehen jetzt ins Meer baden und dann gehen wir eine Kleckerburg bauen. Genau, wir gehen jetzt. Wir haben jetzt eine Strandmuschel hier noch aufgeschlagen. Da hinten, ne? Nur das oben aufgebaut, das sieht neu aus und der Rest sieht aus wie Steine. Ja, das stimmt. Hier ein Eingang. Haben Strandmuschel, haben Strandkorb, dort haben wir gleich zur Füße sauber machen und hinten gleich den Strandimbiss. Und dann machen wir uns heute einen schönen Strandtag. Und die Strandkörbe in den hinteren Reihen kosten übrigens noch 5 Euro und die vorderen kosten 10 Euro am Tag. Aber finde ich okay. Wir haben jetzt trotzdem den von vorne genommen, weil wir machen das ja jetzt nicht jeden Tag. Und ich war voll überrascht, als ich ihn aufgemacht hatte. Voll cool. Wir wollen am Strand und da fährt ein großes Schiff und da fährt ein großes Schiff und
lief meine Sandburg-Sachen. Und das Wasser ist gerade gleich, das ist gleich Apple. Hier seht ihr nochmal das Schiff. Hier seht ihr nochmal das Schiff. Das Schiff hier, das ist fast nah dran. Wie ihr weiß, ich bin Sissi. Hallo. Und hier ist die Treppe. Wir haben einen Strandkorb gemietet, der Papa sitzt hier drin. Die Mama ist durchwaschen alles gegangen. Die sind auch so fieser. Und meine Beine auf Strand. Nicht schlecht. Kommt gleich wieder Sonne. Hier bin ich, in die Strandburg. Jetzt kommt die Mama mit der Waffel gelaufen. Anstatt du die dort isst. So, ich sitze jetzt mit meinem Milchkaffee im Trockenen und habe meine belgische Waffel gegessen. Ja, ich wollte auch was abgeben von der belgischen Waffel. Genau. Und jetzt zeige ich euch mal, wie es nämlich wieder schon wieder aussieht. Papa? Ja. Als wäre halt nichts gewesen, ne? Hast du's? Jawohl. Ich hab's ja. Meine Strandmuschel! Ui, das ist anstrengend. Und es hat geregnet. Blauer Himmel, als wäre gar nichts gewesen. Und ich habe hier unten mein Buch. Hier sind Servietten, damit die nicht wegfliegen. Bei dem Wind. Da leg ich jetzt mein Bein drauf. Und da sind Mama und Papa. Bauen gerade den Dingsbund ab. Also, ich meine die Strandmuschel. Und ja, das bin ich. Es hat wohl sehr heftig geregnet. Mama ist nur für uns gekommen. Und das ist schön, aber der Viecher nicht. Ja, uns hat hier voll das Gewitter überrascht, mehr oder weniger. Eigentlich hieß es laut der Wetter-App meines Mannes, dass es nicht regnet. Mama, ich habe auch gesagt, dass es regnet. Doch, es hieß, es kommt Gewitter. Das habe ich dir auch gesagt. Du hast aber gesagt, es wird nicht regnen. Es war sogar eine Unwetterwarnung für den Vogel. Na schön, eine Unwetterwarnung. Und wir sitzen hier am Strandkorb. Naja. Genau, nur die Harten kommen in den Garten. Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Also wir müssen jetzt warten, bis unsere Strandmuschel trocken ist und unsere Fahrräder trocken sind. Und dann werden wir, denke ich mal, zurück in die Ferienwohnung fahren, weil der Wind ist schon ganz schön heftig aufgekommen. Und ich finde, das Watt ist gar nicht so weit weg. Also ich finde, das Wasser, ich hätte das schon noch weiter hinter gedacht. Es ist wirklich nicht weit weggegangen, ne? Bis jetzt. Man weiß nicht, ob es an den Schiffen liegt. Mama, was sagt ihr denn? Schauen wir mal. Mein Mann hat jetzt hier die Strandmuschel zugemacht, den Strandkorb. Wir sehen so krass aus. Wir haben jetzt ein Rezept gemacht von Wild Family Life. Haben die auf ihrem Blog. Ist mit Kokosmilch und Zwiebeln und Knoblauch. Und dann kann man selbst variieren. Wir haben jetzt hier drin Kohlrabi und Tomaten. Das gibt es ja heute zum Abendbrot. Ist so ein typisches Camperessen. Voll lecker. One-Pot-Gericht. Schmeckt aber auch in der Ferienwohnung. Oder zu Hause. Guten Morgen. Heute ist Samstag. Und hier hinten braut sich schon wieder Gewitter zusammen. Und deswegen gehen wir jetzt wieder ins Bad. Wir haben lecker Mittag zu Hause gegessen, haben uns jetzt ein bisschen ausgeruht und fliege. Und ja, wie ihr seht, ist das Wetter wieder mal nicht so ganz berauschend. Naja, das Risiko hat man halt hier. Genau, und jetzt laufen wir vor zur Haltestelle bei den Jugendherbergen und wollen dann dort in die Bümmelbahn einsteigen. Und hoffen, dass sie heute fährt und machen damit heute eine Tour.
sind sie in der Bimmelbahn und haben jetzt 10 Euro bezahlt. Ne? Die fährt eine Runde rum. Für innen zurück. Ja, also quasi eine Runde. Ja, jetzt die Spielscheune. Da gibt es weniger Platz in alles Mögliche. Genau. Und jetzt sind wir auf so einem großen Parkplatz und dann geht es weiter. Übrigens nehme ich im Wechsel mit meiner Kamera mit meinem Handy, stimmt mal hier oben ab, links, ja, hier oben ab, ob ihr einen Unterschied gemerkt habt. So, wir haben jetzt auch einen tollen Hinweis gekriegt, wo man hinfahren kann. Wie ist das? Wattenmuseum oder sowas, ne? Ja, Wattenmeer. Und bei schönem Wetter ist da ein Kletterpark und Spielplatz, ne? Ja. Jetzt fahren wir weiter. Ja, das ist auch bei schlechtem Wetter, da klettert man auch da. Aber da klettert man auch da, ist auch. Aber man klettert jetzt schön im schlechten Wetter. Guck mal hier, Finger. Gehen wir noch ein bisschen in die Spielscheune, bis wir heute Abend essen gehen, denn wir haben heute reserviert. Spielscheune!